Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls, Teil 2, Crown of the Sunken King. Guck mal hier, diese Stacheln, die sehen so garstig aus, die Dinger. Alter Schweden. Und überall singen sie hier. Da muss ja was im Busch sein. Oh. Au, au. Ach, egal wie schnell man hier läuft, man bekommt kontinuierlich Schaden, auch wenn es sehr, sehr wenig ist. Aber gut. Damit kann ich leben. Kommen wir noch mehr Stacheln. Oh, und noch mehr fiese Typen, die geisterhafte Erscheinungen darstellen und mich töten wollen. Das ist ja nett. Sag mal, gegen die Typen gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Habe ich da irgendwie vielleicht noch eine andere Waffe für? Hm. Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch eine Schlagwaffe habe. Ich glaube, spitze Waffen machen da nicht so viel aus bei denen. Aber irgendwie ist da gerade so ein bisschen... Ich mach mal nix. Autsch. Oh, lass dich halt abstechen. Ist auch cool. Warte mal, was habe ich denn noch für Waffen einstecken? Toll. Eine Peitsche habe ich noch. Kann ich vielleicht mit der Peitsche ein bisschen... Nee, warte. Ich probiere mal die Feuerwaffe einfach. Und ich bin auf 50,8. Das ist blöd. Ich probiere mal mein Feuer-Espada. Auch wenn es halt nur eine andere Waffe ist in grün. Beziehungsweise in Rot mit Feuer und so, ne? Guck mal, hier ist es voll dunkel, ne? Warte mal. Ah ja. Ach, da ist wieder so eine Tür, sieh mal. Oh Gott, das sieht geil aus hier, die Schatten. Das sieht vielleicht geil aus, Leute. Ich kann mir vorstellen, wenn ich da jetzt reinspringe, dann macht das ein bisschen mehr Schaden als nur so fitz, 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 fitz. Dann macht das richtig peng, 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 aua und so. Oh, guck mal. Ja. Hab's mir schon gedacht. Alles klar. Ich gehe aber erstmal hier weiter. Beziehungsweise... Oh. Wow, hi. Ach so, ich hab die gar nicht. Ist ja gut. Haben wir nicht so einen Molly hier? Oh, ich hatte mir echt keinen Schaden. Das ist unglaublich. Oh, gut. Warte mal. Ich probier mal was. Reinigt Untote mit heiliger Essenz. Ich teste das mal. Vielleicht klappt das ja gut. Aber schade, dass die nichts zu droppen scheinen. Die Machete hätte ich gerne. Oh, guck mal, wie weit es da noch runter geht. Krass. Ich gehe aber nochmal zurück. Ja, Leute, ich will nichts auslassen. Auf keinen Fall. Auch wenn ich jetzt schon wieder im Hinterkopf 10.000 Sachen habe, die ich... Ja, da habe ich nicht nachgesehen. Ich weiß, das ist ziemlich doof. Aber es gab keinen offensichtlichen Weg dahin. Und von dem her... Habe ich die Möglichkeit, hier was zu drehen? Ist da irgendwo auf dem Boden noch eine Platte? Das sieht so krass aus, diese ganzen Stacheln. Das ist einfach nur genial. Der Schatten, das fasziniert mich gerade total. Guckt euch das mal, wie der mitgeht auch. Wie bei so einer Sonnenuhr. Geil. Ach, das ist nur eine Kiste. Wart! Willst du mich verarschen? Da gehen auch meine Ringe von kaputt. Och, Mann. Jetzt habe ich ganz schöne Einbußen, was das angeht hier. Und ein Drachenstein. Das ist aber ein Schlüssel. Was ist das denn? Stein zur Steuerung des der Heiligtumvorrichtung. Ein extrem robuster Stein steuert die Vorrichtung des ewigen Heiligtums. Das Erbstück eines Volkes, das einen Drachen entdeckte, seine Pracht anbetete und an seiner Seite verging. Naja, ich meine, Drachen sind schon cool. Ich kann es verstehen, warum die anbeten. Ehrlich gesagt. Oh Leute, den Sprung schaffe ich nicht. Und dann ist Ende. Ne, auf keinen Fall schaffe ich den. Nicht mal mit dem Schmetterling schaffe ich den. Das ist viel zu weit, Leute. Ach, guck mal, wie geil. Das ist so cool. Ach, du bist das. Du singst, du Schabracke.
Und dann macht sie so Geräusche, ne? So ein süßes Stimmchen und dann... Wie ich, wenn ich wieder so einen Grunzer kriege. Hau doch zu, Schwein. Ach, warte mal, ich wollte was probieren. Fang. Oh. Das fliegt durch? Ernsthaft? Au. Sag mal. Hallo. Bleib mal cool jetzt. Komm. Ich glaube, die Blitzwaffe hat hier am meisten Schaden angerichtet, ne? Also die Blitzverzauberung. Die sind so mühselig, die Typen. Nicht schwer, aber mühselig. Ja, stirb jetzt mal, danke. Guck mal, ich hab schon... Ich hatte 99... Oh, na gut, ja, ich hatte über 90 Steine, als ich hergekommen bin. Oh, endlich mal, Heiligtum Rittergamaschen. Und rotes Wasser, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich müsste... Na gut, Heilsprüche... warte mal, die Reparatur gilt nur für die Waffe, oder? Das... Sonst könnte ich mir vielleicht meinen Reparaturzauber einpacken, ist ja ein Wunder. Heiligtum Rittergamaschen. Gamaschen der Heiligtum Ritter. Die Heiligtumritter gaben ihre Fleischlichkeit auf, um das Heiligtum bis in alle Ewigkeit vor Sir York und den Drachenblutrittern zu schützen. Wer ist schon wieder Sir York? Verringert Fallschaden. Aha. Na komm, ich brauche hier kein Licht. Außerdem gefällt mir das Grüne viel besser. Ah! Ja, wie gut, dass mein Schild keinen 100% physischen Block hat, ne? Lloyds Talisman. Ja, toll. Ich brauche die Teile nicht. Es sei denn, irgendwann kommt wieder eine Mimik. Ach, guck mal da. Wunderbar. Und? Blutbissring. Der ist gegen Blutung. Aber, pff. Aber plus eins? Ich dachte, da gibt es nur einen ganz normalen Blutbissring. Das ist der mit dem kleinen roten Stein drin. Interessant, Leute. Interessant. Gucken wir uns mal an. Ja, genau der. Dieser ist einer von mehreren Bissringen, die für ihre besonderes Aussehen bekannt sind. Er erhöht die Blutungsresistenz. Das ähnliche, seltsam verstörende Aussehen dieser Ringe legt eine gemeinsame Herkunft nahe. Wer auch immer der Meisterhandwerker gewesen ist, auf jeden Fall verstand er sein Handwerk. Ja. Das tat der. So, die Frage ist halt, will ich erstmal hier weiter? Ja, komm. Vielleicht gibt es hier irgendwann wieder ein Leuchtfeuer. Ja, okay. Okay, kommen die jetzt her? Alle drei? Wollt ihr mich verarschen? Nee. Wie gesagt, ich hoffe mal auf ein Leuchtfeuer. Dann kann ich wenigstens wieder reparieren und meinen Ring anziehen. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar, dann muss ich ja gar nicht mehr. Kommen die mir immer noch nach? So, erstmal hier weiter. Aha. Ah, interessant. So blöd bin ich ja gar nicht. Oh, oh. Achso, das war nur der Stein, der da eingerastet ist. Ach Leute, es gibt so viel. Ich habe jetzt so viel, was ich noch untersuchen will. Guck mal hier und da ist Ende. Das ist gut. Das ist gut? Ehrlich, finde ich gut. Dann geht es nicht immer weiter rein in diesen komischen Tempel. Ich will ja gar nicht wissen, wo ich bin. Wahrscheinlich noch nicht mal auf halber Strecke nach unten jetzt. Oh oh. Ich höre da was. Da läuft was. Mhm. Bist. Stirb schnell. Ja, danke. Ich meine, gut, ich habe noch genug Steinchen, aber... Haha, voll in den Schritt. Oh. Oh!
Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das ist voll nett von dir. Ich meine, ich hätte jetzt wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass da Fallen sind. Und wäre voll reingerannt. Nee, doch, finde ich cool. Hä? Guck mal, die Kamera. Ach, das ist da oben. Ich dachte eben, warum verschwimmt denn das auf einmal so? Schalosch. Was? Ach hier, das ist dieser Stein. Ich dachte eben schon. Ah, warte mal. Hehehe. Zack, 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 komm. Boah, ist das mies. Voll zerschmamscht. Seele eines Helden. Der hier sein Ende fand, schätze ich. Menschenbild. Oh, zwei Kisten und eine Tür schon wieder. Lass mich raten, ich muss... Es ist wahrscheinlich so eine Art Rätselspiel, so eine Suche hier. Nach den Schaltern. Die sind wahrscheinlich immer irgendwo versteckt. Ich finde das geil irgendwie. Nur wenn man keinen Bogen hat, ist man ein bisschen aufgeschmissen, oder? Aber man hat ja immer einen Bogen irgendwie oder Wurfmesser oder so ein Käse. Oh, ich sollte vielleicht checken vorher, bevor ich da einfach aufmache. Gut. Man weiß nie, Leute. Ah, Drachenknochen, sehr geil. Und Titanit. Na gut. Irgendwo, ne? Ich sag euch, irgendwo ist hier ein Schalter versteckt. Ich finde ihn. Ha. Geht's doch gar nicht. Bin ich blind? Wahrscheinlich habe ich ihn schon übersehen und ihr schreibt's mir dann. Ne, ist nix. Schade. Wie gesagt, wenn ich was übersehe, dann schreibt mir das bitte. Im normalen Ton, wenn's geht. Und nicht irgendwie Bruger, lol, Roffel, bist blöd, Roffel, lol, hast was übersehen. Aha. Habt ihr das gesehen? Hier. Yeah. Ist die Tür jetzt auf? Oh Leute, ich bin so gut. Ja, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ich bin kein Angeber, aber... Dass ich das gefunden habe, macht mich gerade so glücklich. Okay. Man weiß ja nie. Vielleicht haben die nur so eine Trollkiste hier platziert, um mich zu verarschen. Mysteriöses Steinschwert. Because it's mysterious. Ein Schwert mit unterteilter Klinge. Beim Schwingen teilt sich die Klinge und teilt einen peitschenden Treffer aus. Aus seltenem magnetischem Gestein von erstaunlicher Stärke gefertigt, das nur tief in den Höhlen des Lochs vorkommt. Kennt ihr noch diesen Charakter von Dead or Alive? Nee, Quatsch, Soul Calibur. Eve hieß sie. Oh, das ist ja geil, guck mal. Und die Waffe sieht noch voll cool aus. Gebt euch mal diese Farbe. Wow, das ist ja richtig cool. Als ob da so eine fremde, geheimnisvolle Energie drin schlummert. Boah, wie gut. Leute, was hatten die für Werte? S auf Geschicklichkeit. Ja, ich habe eine neue Waffe gefunden. Ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine neue Waffe. Leute, ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade. Und die hat überhaupt keine Anforderungen. Guckt euch das Teil mal an. Das ist doch... Oh, geh da mal rüber. Das ist der Wahnsinn. 7 und 6 braucht das gerade mal. Also die Waffe, die könnte man auch für Level 1 nutzen. Für Level 1 Charaktere. Vielleicht haben die das extra so konzipiert hier, dass man auch Waffen findet, die für Level 1 Charaktere geeignet sind. Ja, es gibt ja immer noch so Freaks. Die spielen das hier auf Soul Level 1 durch. Und haben Spaß dabei. Blind. Na gut, blind glaube ich jetzt nicht, aber... Ich würde es nicht blind spielen. Zumindest hätte ich da nicht so viel Spaß dabei. So, jetzt springe ich mal hier runter, oder? Coole Sache. Wow. Guck mal, die Waffe ist noch nicht mal aufgerüstet. Oh! Okay. Ach, guck mal, da geht's hoch. Alles klar. Ich glaube, wisst ihr, was das ist? Das war da, wo der eine Ritter runtergefallen ist. Das müsste das hier sein. Hehe. Oh Gott, ich bin ja wieder hier. Aber wisst ihr was? Das nutze ich mal aus. Das nutze ich mal aus und gehe zum lieben McDoof und werde mal die Waffe aufrüsten und vielleicht noch meinen Kopfteil.
Und meine Handschuhe, die brauchen ja auch noch Glitzer-Titanit. Cool, ich kann die Handschuhe auf Level 2, den Kopf auf Level 5 oder plus 5 verstärken. Das ist alles machbar jetzt. Geile Sache. Plopp. Ja, gespannt, was das Schwert braucht. Wenn das jetzt auch Glitzer-Titanit hat, dann habe ich da auf jeden Fall eine Priorität drauf. Glitzer-Titanit. Verdammt. Aber es ist so gut. Es ist so gut, Leute. Ich muss das. Oder? 140. Ja gut, der Bonus, den man bekommt, ist nicht so geil. Kann ich die Waffe vielleicht durch... Oh ja. Oh ja. Aber dann ist der physische Schaden gleich 0. Oh Mann, das ist doof. Kann ich das auf Krude? Dann hat... Ne, warte mal. Das ist... Was ist denn Krude? Hä? Alter edischer Stein. Gerade. Kann ich das nicht auf... Also, Krude ist doch einfach hier. Ja gut, das macht man, glaube ich, aber nur, wenn die Waffe einen sehr hohen Anspruch hat. Oh, schade. Das lohnt sich alles gar nicht, Leute. Guckt euch mal die Werte an, wie da der physische Schaden runtergeht. Außer vielleicht... Ja doch, Krude. Ist doch. Dann hat es aber nur einen Bonus von D. Nee, komm, ich lasse es. Ich lasse das so. Bleibt alles, wie es ist. Der Kolben ist eigentlich schon super, ne? Was braucht denn der? Bitte kein Glitzer-Titanit. Oh. Was? Wie groß... Hä? Ach, ich habe keine Seelen mehr. Ich dachte schon. Flame. So, warte. Ah, den könnte ich eigentlich auch mal wegpacken hier. Ne? Der ist ja gehüpft wie gesprungen. Das bringt mir nichts. Außerdem habe ich noch hier den... Wie heißt das? Das Krummschwert habe ich ja auch noch, ne? Wo ist denn das? Leute, ich habe so viele Waffen. Guck mal die Waffen. Guck mal, wie viele Waffen das sind. Die habe ich alle gesammelt. Oder hier. Helme. Ja gut, den habe ich jetzt auch doppelt in Katharina, ne? Da, guck hier. Alles. Komm mal hier. Wie viel Zeug? Wer blickt denn da noch durch? Ich meine, ich find's cool, aber wer blickt da noch durch, bitte? Warum habe ich denn die Löwenmagierteile? Weg damit. Habe ich mir, glaube ich, schon mal für mein Zauberset zusammengekramt hier alles. Der Blutbissring. Die werde ich mal behalten. Ja. Den Donnerquarz. Ach, sieh mal, den hatte ich erst plus 2. Das ist schön. Weiß nicht, ob ich den nochmal anziehen soll, den Ring der Lebenssicherung. Eigentlich Quatsch. Ist die Waffe denn leicht? Guck mal, die wiegt gerade mal 2,0. Seht ihr? Die ist voll leicht, die Waffe. Oh, der wiegt 17. Das ist ein bisschen viel. Aber ich muss mir auf jeden Fall nochmal eine andere Waffe einpacken. Das geht so nicht. Ne, hier. Habe ich vielleicht noch was Schweres? Was habe ich mir da noch alles gebaut? Ich will auf jeden Fall irgendwas mit viel mehr physischem Schaden. Was hat denn der nochmal für... Warte mal, die Holzkeule vielleicht. Aber dafür habe ich keine Stärke. Das ist wieder so eine Krux hier. Da, die Keule. Oder der missgestaltete Schädel. Der hat einen ordentlichen Wumms. Und für den Zweck könnte es ja ausreichen, dass ich die kurz nur rumknüpple. Ja gut, der Kolben ist halt auch nicht schlecht. Warte mal, ich werde nochmal eine Seele konsumieren. Plopp. Ja, schade, da ich das ganze Glitzer-Titanit jetzt fürs Schwert verbrauchen musste. Aber das ist gut. Das gefällt mir voll, das Schwert. So, guck mal, wie viel ich habe. Brocken. Ich habe sogar noch 13 Schollen. Das ist so wunderbar. Langbogen plus 7. Ja, ist nett, aber den brauche ich ja auch nicht. Ich habe ja meinen super Schwarzbogen da. Der ist ja 1000-mal besser. So. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich reise schon mal zurück. Wie heißt denn das Gebiet überhaupt jetzt? Also die Leuchtfeuer... Oh, guck mal. Oh, Leute, es gibt ja noch zwei Gebiete. Wie geil, ich dachte, das ist das einzige. Und da ist noch ein Leuchtfeuer. Verdammt. Ich hätte es wahrscheinlich bald gefunden. Ich war nur zu unvorsichtig. Zu schusselig vielleicht. Weiß ich nicht. Naja, also wundert euch nicht, nächsten Part, wenn ich jetzt wieder hier anfange. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr mir bis dahin noch was Schönes da lasst. Gebt mir auf jeden Fall ein Like auf das Video. Schreibt mir was Nettes. Es ist nicht nur eine nette Geste, sondern hilft mir auch wirklich. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Dark Souls Teil 2, Crown of the Sunken King.